Hallo? Ja. Falls ihr euren Augen nicht trauen könnt, ja, ich spiele nochmal. Ich brauchte einfach ein bisschen Pause davon. Mann, ich habe mich so aufgeregt, dass es nicht weiterging. Ich weiß jetzt, woran es gelegen hat, dass ich nicht weitergekommen bin. Es war ein Spielfehler. Ich habe nämlich genau im falschen Timing, als er für die Mission, als so ein Video da, Videosignal kam in der Overworld, wie bei Han Solo gerade links hier im Bilde, da, kam exakt in dem Moment, in dem Moment ist Uriah Fan gestorben und ist dann einfach als Fehler nicht wiedergekommen. Ich werde einfach ganz vorsichtig spielen und hoffen, dass das ist wirklich das ist. Ansonsten werde ich es endgültig begraben. Und das wäre schade, weil das Spiel ist echt gut. Verdammt gut. Und weil es mir für euch leid tat. Ich fühlte mich so unglaublich schuldig, wirklich. Ich fühlte mich richtig schuldig. Übrigens, wir spielen wieder auf schwer. Ich fühlte mich richtig schuldig und deswegen habe ich einfach mal so aus Spaß. Na gut, es hat mir auch recht Spaß gemacht. Hier in meinem kleinen Studio. Einfach mal spaßeshalber, war echt kein Akt. Was aufgenommen für euch. So als Entschuldigung, als Entschädigung dafür, dass ihr so lange warten musstet und dass ich auch so lange kein Internet hatte und überhaupt und generell und dass dieses Spiel nochmal von vorne anfangen muss. Ich würde es diesmal mal einfach ein bisschen schneller durchziehen bis zu dem Punkt, wo wir waren. Hört einfach mal her. Bom 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 bom. Genug davon. Es ist eine Endlosschleife, das geht dann da immer so weiter. Aber ich hoffe, euch hat diese kleine Präsentation noch jetzt irgendwie gefallen. Ich kann sie euch zuschicken, wenn ihr das wollt. Ist einfach mal so eine A cappella-Version der Star Wars Cantina. So, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt einfach, ich werde das voll durchziehen bis zu dem Punkt, wo wir waren. Ich gebe jetzt richtig Gas. Mir ist scheißegal. La la la, wir laufen einfach durch. La la la. Ta ta ta. Ja, mach kaputt. Vielleicht kann ich euch doch noch vom Gegenteil überzeugen. Seid wachsam. Unterwegs zur Sekundärposition. Gib Gas. Treiber ist entkommen. Lauf zu den Toren. Kommt mit, Männer. Und das Zen-Konsortium wird erneut herrschen. Erinnert mich daran, Jabba für seine Großzügigkeit zu danken, sobald ich, wir hier raus sind. Natürlich. Dreckige Piraten, wie wir sind. Die Mission geht ganz schnell, keine Sorge. Ihr kommt alle mit mir. Schlagen wir zu. Angriff! Das ist unsere Chance. Jetzt kommen die dunklen Truppen. Überraschung. Ich werde vorgehen und sie ausschalten. Unsinn, schick die Gefangenen vor. Ist ja nicht so, als hätte ich wirklich vor, sie auf unser Schiff mitzunehmen. Verstehe. So. Dafür zahlt ihr mir nicht genug. In 2 Minuten bin ich im Weltraum, mit oder ohne euch. So, ihr dunklen Truppen. La la la. Moment mal, großes Kino. Und was sind das alles für Leute? Das hier ist doch kein Passagierschiff. Ich bin eure Fracht, Captain Solo. Macht euch keine Gedanken um die Gefangenen.
Die sind hier von alleine reingekommen, die finden auch, allein wieder raus. Hihi. Euer Mann meinte, es ginge nur um Gewürzschmuggel. Nicht, dass ich diese Geschichte geglaubt hätte. Aber mit einem Häftlingsaufstand in einem imperialen Gefängnis habe ich auch nicht gerechnet. Ich verdopple euer bereits üppiges Honorar. Ich weiß, Chewie. Ich habe das Gefühl, wir haben keine Wahl, wenn wir hier mit heiler Haut rauskommen wollen. Los an Bord. Wir hauen ab. Gehen wir, Uri. Wir müssen unser Verbrechernetzwerk so schnell wie möglich errichten. Nachdem Jabba einen Preis auf meinen Kopf ausgesetzt hat, wird uns jeder Kopfgeldjäger in der Galaxis aufhalten wollen. Wir haben gesiegt. Tada! Und das Schiff fliegt ohne Han Solo. So, unser Verbrechernetzwerk hast du nicht gesehen. Mein Gefängnisaufenthalt war nicht gerade von Vorteil für das Zen-Konsortium. Jabba hat mit Sicherheit schon von meiner Flucht erfahren. Wir müssen uns also beeilen. Ist noch irgendwas übrig, Uri? Wir haben nur noch ein paar veraltete Gleiter. Die meisten unserer Mitarbeiter sind abgehauen, als ihr verhaftet wurdet. Wie lauten eure Befehle? Wir werden tun, was wir immer getan haben, Uri. Es gibt immer Welten, die reif sind für ein wenig Korruption. Wir werden auf imperialen Welten und auf Planeten der Allianz gleichermaßen Korruption verbreiten und das Zen-Konsortium wieder zu einem Verbrechernetzwerk aufbauen, das man in der ganzen Galaxis fürchten wird. Dann werden wir Verderber brauchen. Einsatzlogbuch aktualisiert. So, wir haben ein Verderber. Edmund Stoiber! Es gibt da eine abgelegene imperiale Kolonie auf Honogre. Wenn wir dort anfangen, die imperialen Offiziere zu unterwandern, sollte das keine unerwünschte Aufmerksamkeit erregen. Einsatzlogbuch aktualisiert. Bisschen mehr Lautstärke kann man schon geben. Natürlich sollten wir dort die organisierte Kriminalität einführen, aber ich glaube, um einen wirklich bleibenden Eindruck zu hinterlassen, brauchen wir etwas Einschüchterung. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Oh nö, Das war die Wichse, die ich viermal gemacht habe, ich erinnere mich. Jetzt kommen gerade Erinnerungen hoch. Oh. Nein. Die Vernichtung der Lager und die Eliminierung Commander Merlins werden diese Welt für die Korruption öffnen und den imperialen Einfluss schmälern. Meine Klingen sind geschärft und kampfbereit. Ja, ist ja gut. Wir haben den Gegner gefunden. Unterwegs. Ja. Das sollte genügen. Schon klar. So sei es. Sumpfgleiter bereit. Sumpfgleiter hier. Feuer! Ich erwarte eure Anweisungen. Was braucht ihr? Ja, Commander? Was kann ich für euch tun? Infanterieabwehrtürme. Gut, dass sie ihn noch nicht getroffen haben, so richtig. Also kämpfen wir. Eine Prüfung meiner Fähigkeiten. Erwarte Befehle, Sir. In Bewegung. Mach kaputt. Du bist doch ein Infanteriepanzer. Das ist so ein scheiß Gleiter mit zwei Joes drauf. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ziel erfasst. Erwarte Ihre Befehle. Da ist unser Ziel. Los, vorwärts. Sie werden nicht mal wissen, was sie getroffen hat. Greife sofort an. Immer bereit, Sir. Ja. Der Field Commander ist gleich tot. Wie kann ich helfen? Jura hält da auch noch ein bisschen aus. Roger, bestätigt. So. Sturmangriff läuft. Ich warte. Da oben ist noch ein Nokri-Lager. Lager. Ich werde mich darum kümmern. Und ein Turm. Information. Erwarte eure Anweisung. Bin schon unterwegs. Aktiviere Tarnfeld. Ich werde
mich dorthin begeben. Bin unterwegs. Erwarte Befehle. So. Kurs eingegeben. Ändere Kurs. Was gibt es? Uri. Verstanden. Kann ich behilflich sein? Ja. Ihr werdet mich nicht mal kommen sehen. Wird erledigt. So. Die drei Lager haben wir gleich auch. Welt wurde korrumpiert. Gut gemacht. Guckt mal, Leute, so kann das schnell gehen. Den ganzen Spaß speichern wir. Let's play. Play. Let's play. Es wird sich bald herumsprechen, dass das Konsortium wieder da ist. Ich bin sicher, Jabba weiß, was wir tun. Wenn wir die organisierte Kriminalität auf Schola etablieren, lassen wir ihn wissen, dass wir wieder im Geschäft sind. Einsatzlogbuch aktualisiert. Spannend.